Ein herzerfrischendes Moin und herzlich willkommen zurück zu Echo mit Nefjats. Hallo. Na? Was Echo, geht? Echo. So. Ich nehme nochmal hier so einen Baum mit, wo ich schon dabei bin. Mach das. Die pflanzen sich ja eh von neu. Ach fuck, kann ich ja noch nicht ordern. Cancel Project, ja. Yeah. So. Timber! Ist ins Wasser gefallen. Requires Road Construction. Gut, dann skill ich mal Road Construction. Hast du auch so das Bedürfnis, wenn du einen Baum gefällt hast, dass du das ganze Gestrüpp erstmal wegmachst? Mm. Ist schlimm. Es ist eigentlich dumm, weil es verbraucht so viel. Nein, mein Baum ist im Wasser! Pick it up! Shake it up! Du. Hunting! Skill ich mal Hunting? Wenn wir beide mit dem Bogen umgehen können, ist ja auch, weil bei jedem läuft mal ein Bison rum, ne? Ich hatte auch überlegt, Hunting. Hunting musst du halt nicht researchen, das kannst du sofort skillen. Deswegen sehe ich eigentlich, dass das können eigentlich beide machen, wenn wir Bock haben. Oh, Efficiency, gib ihm. Jetzt habe ich keine Punkte mehr, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Oh. Ich möchte nämlich ich wollte einen Stockpile machen. Stockpile ist auf jeden Fall sehr gut. Wie viele muss ich da machen? Ich hab mir zwei gemacht, einen mit Holz und einen mit Stein. Was empfiehlt er? Wie viel kann ich denn da drauf machen? Also sehr viel. Meiner ist deutlich voll und ich habe schon einiges drauf eigentlich. Okay. Muss ich die auch in die Hand nehmen oder sind die fürs Inventar? Die sind im Inventar. Die platzierst du dann wie so einen Tisch. Nice, Digga, nice. Dann, das heißt, die kommen in die Kiste. Ja. Das ist aber auch was Komisches, ne? Eine Minute noch. Okay, danke. Jetzt ist mein Haus hier so leer. Zack, er hat mein Haus wieder mehr Platz, Leute. Siehst du, ein Stockpile legt schon einiges raus hier. Ja, ich wollte eigentlich Roads bauen für die Höhle, aber kann ich noch nicht, weil ich Road Construction brauche. Okay. Ach so, ein Stockpile, die sind ja riesig. Ja. Irgendwie 5x5 oder so. Wo tue ich das denn hin? Wo meine Fenster ist natürlich auch schwachsinnig, ne? Achso, boom. Ich hab's gerade vor die Fenster gemacht, erstmal. Man kann die ja umlegen. Du kannst die, wenn du den irgendwo anders hinsetzt, wenn du zwei hast, das habe ich gesehen in dem Video. Nehmen wir mal an, du hast den hier voll, du willst den aber hier weg haben. Und sagen wir mal, du setzt den da hinten hin. Den neuen, hier. Mhm. Wenn du dem sagst, der soll aus dem da hier alles rüber transferieren, macht er das von alleine und der hinten ist leer. Und hier liegt dann alles. Das heißt, du musst nicht alles rüberschleppen. Das heißt, du kannst das instant hier rüberpacken zum Beispiel. Aber macht er erstmal hier einen hin. Was ich hab, hab ich. Ja. Und wie platziere ich Sachen hier? Oh. Du nimmst Sachen in die Hand und dann machst du rechts. Das ergibt natürlich Sinn jetzt. Ja. Sehr gut. Das war nicht schlecht. Ist geil, das, ne? Machen wir da auch noch mal. Das Einzige, was blöd ist, ist, dass ich ja dann rauslaufen muss. Nee, musst du nicht. Du kannst in deinem Table sagen Storage und das anhaken, dass er davon nehmen soll. Also, was mache ich? Ich gehe zum Workbench. Du gehst an deine Workbench, dann gehst du auf Storage und dann hast Storage? Du deinen Stockpile da drin gelistet und machst einen Haken rein. Nee. Warte. Storage? Oh, ist der zu weit weg? Bei meinem geht's. Das ist, wenn wir an den Tisch hier hinstellst, geht's dann. Ich habe noch andere Stockpiles, den kann ich ja mal einen vor das Fenster stellen. Ja, vielleicht ist es zu weit weg, kann sein. Das wäre natürlich blöd. Kann ich den hier hinstellen? Ja, jetzt ist, jetzt ist er drin. Jetzt ist er drin? Ja. Und wie konnte ich das jetzt hier rüber transferieren? Oh, das habe ich noch nicht gemacht, aber es geht. Du kannst, glaube ich. Ja, wahrscheinlich, weil es zu weit weg ist, geht das wieder nicht. Es geht wahrscheinlich nicht. Ich hole die Sachen. Aber du hast ja jetzt auch noch nicht so viel draufgelegt. Du hast ja erst eine Hand drauf. Von daher ja, eben. Aber ich habe gesehen, dass es geht, dass man es transferieren kann. Ich habe einen Bogen. Mal jagen gehen. Üben wir erstmal an einer Schildkröte. Das allein.
Wie baue ich eine Stockpile ab? Mit dem Hammer. Aha. Ich wollte ihn gern einen Schritt weiter rüber hier. So. Kaum habe ich den Bogen, sind alle Schildkröten vom Strand weg. Runter vom Strand! Weg hier! Er kommt! Runter vom Strand! Ins Wasser, ins Wasser! Er ist da, da ist er! Er ist wieder da! Da ist ein Wolf! Kill ihn! Oh. Das Bogenschießen ist komisch. Jetzt rennt er weg. Ah, da war mein Stein. So, und dann kann ich nochmal gucken hier. Das ist ein Hirsch. Ein Hirsch. Go, ein Hirsch. Ein Hirsch. Harry Hirsch. Storage. Genau, und da sind die Stockpile. Und die kann ich jetzt enablen, oder was? Ja, ne. Ich hab ihn. Jagderfolg. Das ist ja nice. Das ist ja nice. Mach den Hansus Skill wieder gut. Kann ich dann auch von hier das alles storagen? Muss ich denn gar nicht mehr rausgehen? Ja, nein. Ist das schön. Da kannst du von hier drin, kannst du alles machen. Wie du da unten aussiehst, you killed the turtle. Feinste Karkasse da. Du hast es einfach gekillt. Siehst du das, was ich töte und im Chat? Nee. Glücklicherweise nicht. Ich hab Schildkrötenfleisch. Das schmeckt, ich weiß nicht. Oh, ich hab Mais gefunden. Was brauche ich jetzt? Basic Crafting 3. Für den Mais. Oh, hier hinten ist Wüste. Kakteen wachsen hier. Kann man damit was machen? Oh ja. Oh, Kaktusfrüchte und Seeds habe ich bekommen. Neues Essen. Das ist ein Hirsch. Ein Hirsch? Ich werde ihn jagen. Ist das etwa ein Hirsch? Die Pfeile haben voll die komische Flugbahn. Sage mir, Nefi, ist das ein Hirsch? Ein Hirsch. Ein Hirsch. Kakteen werden nicht bei uns wachsen, ne? Ist ja eine Wooden Hoe. So. Und wo ist meine Wooden Hoe jetzt? 8 Pfeile habe ich noch. Also, wenn man Steine abbauen will, oberirdisch, ist hier hinten die Wüste richtig gut. So, und du sagst, mit der Hoe kann ich jetzt hier hinten was anpflanzen. Ja, du kannst ein Feld machen. Wir müssen halt darauf achten, dass es irgendwie auch bewässert wird irgendwann. Es gibt Aquädukte. Oh, guck. Also, okay. Muss ich erst das Gras wegmachen, oder ist das... Du musst das mit der Hoe einmal da... Eigentlich müsste das gehen. Oh, der Kaktus ist irgendwie broken. Kann man die fällen, die Kakteen? Ist das doof? Ey, Kakteen geben Holz! Kriege ich Pflanzenfiebern? Das ist ja blöd. Geht das nicht? Ah, ich kann es nicht mitnehmen. Boah, ich bin echt ein Künstler. Ich kann Holz tragen, 20 Stück, und mit einem Bogen schießen. Holy shit, wie macht der das? Er kann es halt. Er kann das es halt. Der King, Alter, das ist übel. Der Nephias, Freunde, der kann es halt. Er will es nicht, aber er kann es halt. Wenn er den Vogel treffen kann? Ja, wahrscheinlich nicht. Ein Häschen. So. Was pflanzen wir an? Das hier pflanze ich jetzt mal an. Just for the lols. Und wir probieren es mal aus. Dies war ja einfach. Kann ich noch eine Gießkanne machen? Nee, gibt's nicht. Voll dumm. Das hört Schwachsinn. Wieso konnte ich eigentlich... Habe ich die nicht... Habe ich die hier? Nee. Aha. Warum? Was denn? Ich frage mich, warum ich keine Bohnensamen habe. Es sei denn, dass die Bohnensamen schon die Bohnen sind. Weiß ich nicht. Hase, du hast Glück, ich habe keine Pfeile mehr. Ich gehe jetzt nach Hause. Ja, tatsächlich. Bohnensamen sind... Die Bohnen? Die Bohnen, ja. Okay. Das ist cool. Okay.
Aber kann ich kann ich das irgendwie abgrenzen hier? Gibt es Zäune? Bestimmt. Weil ich finde, dass mein Feld sieht ein bisschen blöd aus, so mitten im Gras. Hm. Geht bestimmt. Fans oder so? Ich empfinde es halt als Schwachsinn, mitten im Gras so ein Feld zu machen. So. Sehr gut. Sehr gut. Lass uns mal gucken, was wir so haben. Wie viele Fibern ich habe. Was geben denn Kaktusfeigen so an Noms hier? Sag mal. Nom, 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 nom. Prickly Pear Fruit. 2 Carbs, 1 Protein, 1 Fett, 3 Vitamine. Nom, 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 nom. Ja, gut. Achso, mein Skillbook ist fertig, glaube ich. Warte mal, ich muss mal eben Sachen in meine Kisten packen. Achso, dann kann ich das hier auch. Naja, gut. Gurubais Torch Stand, ist der schon leer? Nee. Ich habe übrigens eine Kiste mit Seeds, da kannst du dir Seeds rausnehmen, wenn du welche brauchst. Ah, nice. Ich hatte auch ganz viele Seeds schon. Ich mache erstmal einen Store auf, würde ich was behaupten. Wer will den Kram kaufen? Du. Right click to create a wood construction skill scroll. Okay, habe ich. Und jetzt? Das kostet. Right click to learn. Jetzt habe ich Property Claim Flags bekommen. Warum? Kann ich jetzt noch eins für dich createn? Warte mal. Ja, warte, ich gebe dir mal eine. Ich brauche Dirt. Tu dir mal eine Wood Construction Skill Scroll in die Bench, ne? Das ist halt mal. Das, ich habe das jetzt gelernt und ich kann das jetzt dir mit beibringen. So, tu das jetzt hier rein. So. Kannst du das gleich lernen, indem du es rausnimmst, in dein Inventar tust und mit Rechtsklick draufklickst. Okay, ja, ich mach das gleich. Ich muss gerade hier Erde abbauen. Ach, so sieht das aus, wenn man Sachen pflanzt. Mein alter Stockpile, da ist auch Erde drin. Ja, so sieht das aus. Das sieht irgendwie blöd aus, weil... Ja, weil da so Gras drüber wächst und so, ne? Das ist halt... Mhm. Das finde ich, ist nicht so nice. Wo hast du denn jetzt das Buch? In die Kiste getan. Achso. Dann sag noch mal. Was muss ich machen? Ich weiß nicht, ob das aus der Kiste kannst. Du musst auf jeden Fall mit Tab wieder mit dem Mauszeiger drauf und rechts klicken. Skill Scroll. Mit Tab und dann Rechtsklick drauf. You learned a new skill. Wood Constructor 5. Genau, jetzt kannst du es auch. Jetzt kann ich Flag Claim. Kann ich machen. Wood Constructor. 100 Punkte brauche ich jetzt noch, um das zu lernen. Willst du mich verarschen? 5 Erdeblöcke brauche ich da. Ist das bescheuert? Ich habe nur 4. Oh, ich kann das nicht. Kann gar nicht sein. Ist hier nicht 5 Erde drauf? 5 Erde. Ist das gelenkt mit dem Tisch? Eigentlich ja. Dann Haken drin. Eigentlich ja. Was sagt er jetzt? 5 von 2. Nee, du brauchst nicht 5 von 2. This skill has not been researched. Na, das macht natürlich Sinn. Achso, okay. To research construct a farming skill book. Was brauche ich denn für so ein Research-Table? Meine Property. In den Kommentaren stand ja auch, dass es eigentlich mehr Sinn machen würde, wenn wir ein Haus zusammen hätten. Nee, weil du für ein eigenes Haus Skillpunkte kriegst. Ja, aber dann machst du einen Raum, ich mache einen Raum. Ja, aber dann musst du es ja trotzdem claimen und es ist ja trotzdem dein Raum. Weißt? Ich sehe schon, warum der Kommentarschreiber es geschrieben hat, aber ich finde es auch cooler so. Mit Einzelhäusern. Ja. Ja klar, ist das cooler. Wobei, wir haben auch schon Minecraft-Projekte gehabt, wo wir zusammen gewohnt haben, ne? Ja. Was ist...
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine Sachen hier bewässert werden müssen, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, es ist halt so eine Sache mit dem Wasser, ne? Der Boden muss halt feucht sein und so und du kriegst irgendwie keine Gießkannen. Das ist alles. Das ist alles. Keine Skillpunkte mehr, ich fühle mich gerade schlecht. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich geguckt, wie man gucken konnte, ob. Achso, auf Map war das, ne? Und dann war das. Ihr Fertilizer. Achso, ja, gut, aber es zählt Fertilizer sieht aus wie eine Gießkanne auf jeden Fall. Im Crafting Table? Im Spezialität and Profession Skill Ding bei Farming. Bei Farmer, ja. Da ist das vorletzte Fertilizer, das muss researched werden. Soll ich das mal researchen? Ja, warte mal. Ich muss es mal erstmal gucken hier. Was hast du beim Farmer? Ah, da brauche ich Pilze, kann ich gar nicht. Nee, ich kann also Fertilizer, nicht. Ja. Ja, kann ich nicht. Ich brauche Pilze, ich habe noch nicht einen Pilz. Ah doch, warte mal. Doch, kann ich. Ich brauche zwei Erde dafür. Okay, hole ich eben. Ich kann das auch gleich selber machen. Ja, aber dann haben wir es beide. Ich will das selbst. Ich kann das ganz alleine. Kann das. Bisschen Erde ins Lager packen. Manchmal braucht man ja Erde. Voll doof. Zup. Und den stellen wir hier hin. Ich hoffe übrigens nicht, dass man Höhlen abstützen muss, die man buddelt, dass das irgendwann einstürzen kann oder so. Werden wir sehen. Also Erde rutscht runter, wenn du sie unter ihren Block wegbaust und so. Also sonst tut's halt nachher weh. Ja. Was brauche ich dann? Achso, ich muss hier auch bei dem Skill-Dings muss ich auch die Storages aktivieren. Dass ich das gebaut habe, macht doch gar keinen Sinn hier. Und dann brauche ich was? Was sind das? Bisonfleisch, Ziegen, nee, Elchfleisch und Hasenfleisch. Fertilizer Skillbook, war das nicht das? Ja, genau, das kannst du machen. Du hast den Research Table gebaut? Ja. Ah. Wie lange dauert das denn? 3 Sekunden. Das Skillbook? Achso, nee. Ja, schon. Hatte nur nicht genug Erde. Meinst du, dauert 4 Minuten hier? Schon geguckt, wie lange es bei mir dauert? Nee, wenn ich das anklicke, ist das mein Projekt, deswegen du musst das machen. Achso. Muss ich dich noch authentifizieren? Nee, ich kann da reingucken. Warte mal. Hier, Fertilizer. Was ist denn jetzt das Problem? Ich habe doch 9 Erde. Hast du denn die Rastinger auch drin? In den Kisten? Ja. Warte mal, Fertilizer. 199. Skillbook. Requires farming. The skill has not been researched by anyone yet to research construct a farming skillbook. Das müssen wir zuerst machen. Okay. Das braucht Pilze und Pilze habe ich noch nicht eingefunden. Pilze und dann brauchst du Seeds. Ja, Pilze habe ich noch nicht gefunden. Da müsst du wahrscheinlich irgendwie so ein Sumpfgebiet finden oder so. Okay, das heißt, morgen gucken wir nach Pilzen. Ja. Kann ich noch was reparieren hier? Nö. Kein Holz mehr da drin? Doch, ich habe doch Holz da drin. Das ist zu weit weg, Tisch. Ernsthaft? Ich habe halt meine Storage direkt hinter dem Tisch gebaut jetzt. Es ergibt vielleicht auch Sinn, die Storage auf das Dach näher, wobei hier kommt sie gar nicht ran. Nee, da musst du ja immer so eine Leiter bauen oder so. Come on, okay, dann tue ich den Research Table jetzt mal an. This table has active projects. Ja, ich weiß, okay. Cancel. Packen wir den Crafting Table halt hier hin. So. Kein Problem mit Spiel. So. Jetzt sind alle Chests dran und meine Stockpiles. Perfekt. Danke. So. Ich habe echt kaum noch Holz. Dann kann ich ja mal heute jetzt die Nacht nutzen. Und mir ein bisschen Holz holen. Soll ich mir mal ein paar Pfeile? Campfire hast du nicht geskillt, zufällig, ne?
Oh, warte, das ist eine sehr gute Frage. Weil du hast auch keine 100 Punkte mehr über, weil das braucht 100 Punkte zum Skillen. Dann habe ich es wohl nicht geskillt. Weil das hätte ich jetzt gut gebrauchen können. Da hätte ich geiles Essen machen können mit dem Fleisch, das ich habe, weißt du? Auch gerade erst. Ach, das Campfire da. Ja. Das da braucht doch keine 100 Punkte. Bei mir brauchst du 100 Skillpunkte, steht da. Ja, das Advanced-Ding. Warte mal. Camp Cooking, Fire, ne? Chef, ne? Campfire. Genau. Learn 100 Points steht da. Und dann Campfire, learn 15 Points. Bei mir 100. Ja, dann mach du das. Dann mach du das. Ich brauch 100 dafür. 100? Vielleicht hast du andere Sachen geskillt, die das billiger machen für dich. Oder ich habe zu viel geskillt und das passt sich an und dann wird das allgemein teurer alles. Das kann auch sein. Das kann sein. Du darfst nicht mehr. Mhm. Irgendwann, warum auch geschrieben wurde, dass die Häuser größer gebaut werden müssen, weil irgendwann meckern die Tische, dass der Raum zu klein ist, wo die drin stehen. Das war auch irgendwann. Ganz schön picky. Das sehen wir dann. Dann kann man dann immer noch. Weißt du, dass mein Tisch irgendwann sagen würde, dass das Zimmer zu klein ist, wo er drin steht, ey? Ich hab nicht genug Platz! Ich brauch Platz, um mich zu entfalten. Sagt mein Esstisch immer. Boom. So, wo sind jetzt meine Pfeile hin, die ich gerade gebaut habe? Torches können erstmal mein Inventar. Die kann ich erstmal hier reinstecken. Aua. Zack. So, dann füllt er sich automatisch. Timber! Der Baum hat gebreakdanced. So, ich habe Pfeile. Im nächsten Part gehen wir mal ein bisschen um die Welt, hast du gesagt? Gucken wir nach Pilzen. Komm, ich zeig dir die Welt! Ich weiß noch gar nicht, wo wir Dings finden. In die Richtung, also da hinten, wo diese Insel ist, dahinter ist Wüste. Ich glaube, da in die Richtung gehen wir mal nicht. Dann gehen wir mal in die Richtung von deinem Haus. Ich glaube nicht, dass wir Sumpf brauchen, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ja, aber Pilze brauchen es doch feucht. Weißt du? Feucht. Und in Minecraft wachsen Pilze ja auch nur bei Sumpf. Jage Kaninchen. Schildkröten meine ich. Kaninchen, Schildkröten. Ungeziefer. Ich glaube, wenn ich zu viele Schildkröten töte, zerstöre ich die Schildkröten-Zivilisation. Deswegen bei 3 lasse ich es jetzt mal. Dann sind das die letzten Schildkröten, die es gibt. Weil das kann echt sein, wenn du irgendwas zu viel machst, dann zerstörst du das Gleichgewicht der Welt und dann geht alles den Bach runter. Das Ökosystem meinst Eco, du? Eco, ja genau. Das heißt ja auch Eco. Weißt du, was wir jetzt auch zerstören? Die Folge? Ja. Die Folge zerstört sich innerhalb von 10 Stunden selbst, wenn ihr die dann noch nicht geguckt habt. Mach doch mal was. Bis zum nächsten Mal. Hört auch bei Goro vorbei, was er so gemacht hat. Nix. Ja, wie beide. Ich habe auch nicht viel gemacht. Hat jetzt schon an, nichts zu tun, weil wir warten müssen, bis wir Skillpunkte gehen. Aber ist dann immer gut, wenn du eine Woche, dann hast du eine Woche Pause, kriegst du das Skillpunkte, kannst du da ordentlich reinhauen. Ja, stimmt. Man muss sich zwischendurch nur einmal einloggen, habe ich gehört. Ja, ist dann ganz geil. So, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Haut rein.